Ja, auf zum zweiten Teil. Es ist immer so, nach dem Essen. Wer nutzt denn schon reaktive Programmierung? Einer, hervorragend. Naja, muss man klar sagen, nutzen noch nicht so viele. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, dass das jeder nutzt. Aber ich denke, man sollte wissen, was es ist und damit man beurteilen kann, ob es eventuell im nächsten Projekt sich lohnt, sich das anzugucken. Und ich denke, so viel Wissen, um dafür wenigstens die Basis zu legen, kann ich heute Abend vielleicht noch vermitteln. Also, warum möchte man das eigentlich machen? Rossen, ich darf Rossen sagen, ich habe den Mann noch nie getroffen. So ist das halt bei, wenn man sich irgendwie immer nur über Slack unterhält, hat über reaktive Programmierung dieses Zitat mal gebracht. Da sind ein paar wichtige Dinge drin. Also reaktive Programmierung ist Non-Blocking. Das heißt, sowas wie Dateizugriff mit der alten Java-API oder sowas will ich nicht haben, weil das halt blockiert. Das heißt, ich sage, ich will eine Datei lesen und mein Methodenaufruf kommt erst zurück, wenn die Daten wirklich da sind. Das fühlt sich, wenn ich so ein Hello World schreibe, zwar wie sofort an, aber da vergeht einiges an CPU-Zyklen, bis so eine Anfrage an das I/O-System wieder zurückkommt. Das Gleiche gilt für HTTP-Requests zum Beispiel oder dergleichen. Ich habe Event-Driven Applications. Das werden wir sehen. Also ich habe im Endeffekt so kleine Events, die sozusagen einmal durch mein System durchlaufen und am Ende wieder total verändert und in irgendeiner ganz anderen Form, aber im Prinzip am Ende auch wieder als Event ankommen. Die Dinger sollen skalieren. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwie eine Anwendung auf einer Kiste habe und die jetzt irgendwie ganz toll mache, was auch immer toll heißt, sondern es geht ums Skalieren. Das heißt, was passiert denn, wenn ich jetzt quasi das auf 10 Rechner verteile oder auf 100? Und dann geht es um eine kleine Anzahl Threads. Im Endeffekt auch allgemeiner um sparsamen Verbrauch und sparsame Nutzung von Ressourcen. Das wird gerade dann spannend, wenn ihr eine Anwendung in der Amazon Cloud oder der ähnlichen deployt, weil da zahlt ihr ja tatsächlich pro CPU und Zeit. Also wenn ihr da CPU früher wieder zurückgeben könnt und nicht nützt, dann spart euch das Geld. Das ist ja bei, ich sag mal, klassischen Anwendungen, wo man irgendwie vom Rechenzentrum, egal ob jetzt physikalisch oder virtuelles Blech zur Verfügung gestellt hat, dann hatte mein Applikationsserver halt 16 Kerne. Der hatte immer 16 Kerne. Ob ich die gerade genutzt habe oder nicht, war dann im Endeffekt egal. Das wurde einmal darüber diskutiert, wie viele Kerne man kriegt bei so einem Deployment. Aber danach wurde erst wieder darüber gesprochen, wenn es Probleme gibt. In dem Moment, wo ich in der Cloud laufe, laufen da kontinuierlich Kosten an. Und es lohnt sich da, wenn ich da 10% von sparen kann. Zumindest unter Umständen. Und eine ganz wesentliche Zutat ist Backpressure. Backpressure ist die prinzipielle Idee, dass jemand, der Dinge verarbeitet, steuert, wie viel von diesen Dingen bei ihm ankommen. Stellt euch vor, ihr wollt umziehen und ihr habt den Job bekommen, ihr steht hinten auf der Laderampe vom LKW und sollt die Kisten, die andere Leute runterbringen, in den LKW einladen. Dann ist das verdammt doof, wenn es 30 Leute gibt, die Kisten runtertragen und euch innerhalb von 5 Minuten diese komplette Laderampe vollpacken mit Paketen und ihr euch da überhaupt nicht mehr drauf bewegen könnt. Ihr wollt schön immer, ja, vielleicht 3 Kisten haben, idealerweise in unterschiedlichen Größen, damit ihr die sinnvoll verstauen könnt. Und erst wenn er davon eine weggeräumt hat, dann seid ihr bereit, eine weitere anzunehmen. Das ist Backpressure im realen Leben. Und für Anwendungen gilt im Endeffekt was ganz Ähnliches. Wenn meine Anwendung zum Beispiel die Skalierungsfähigkeit durch die Datenbank begrenzt ist, was ja ein durchaus wahrscheinlicher Kandidat ist, dann hilft es halt nicht, wenn diese Datenbank, die gerade total am Rotieren ist,
wenn ich da jetzt noch 100 Connections aufmache, weil noch 100 Web-Anfragen extra da sind. Also selbst, ne, also wenn ich jetzt so eine klassische relationale Datenbank habe, mit NoSQL habe ich nicht so die Erfahrung, aber eine Oracle-Datenbank über 100 extra Connections, da lacht die ja nur. Aber tun tut sie damit auch nicht wirklich was. Weil so eine Datenbank, die hat eine bestimmte Anzahl Kerne, die hat eine bestimmte Anzahl Festplatten. Und wenn die alle ausgelastet sind und beschäftigt sind, dann kann die weitere Connections auch nur in die Ecke stellen und abwarten lassen. Da hat also niemand was davon. Und der Benutzer, der auf den Web-Request wartet, den frustriert das nur, weil der hat auf den Knopf gedrückt und sieht jetzt nur eine Eieruhr und wartet darauf, dass irgendwas passiert. Und genau solche Sachen möchte man nicht. Und wenn ich zu viele Connections auf einer Datenbank aufmache, dann kriege ich auch eine Datenbank kaputt. Weil auch das kostet auf dem Datenbankserver Ressourcen. Und wenn das zu viele werden, nennt man das einfach Denial of Service Attack. In Reactive Streams, was Reactive Streams genau ist, bekommen wir später. Da steht in der Dokumentation diese Beschreibung. Da sind noch ein paar andere Schwerpunkte drin. Insbesondere sprechen die ja von dem Exchange of Stream Data across an Asynchronous Boundary. Also es geht darum, dass irgendwelche Sachen sich über Grenzen bewegen und sich da darüber reich und darüber kommunizieren muss. Beispiel zwischen zwei Thread Pools. Und auch da wieder, man will sicherstellen, dass die empfangene Seite nicht irgendwie ganz viel puffern muss, was ja wieder Ressourcen kostet, sondern immer nur so viel kriegt, wie sie auch vernünftig verarbeiten kann. Also Backpressure. Ganz wichtig, was da nirgendwo aufgetaucht ist, ist Performance. Also wenn euch irgendwer erzählt, ah, wir haben eine langsame Anwendung, jetzt machen wir die reaktiv und dann ist die ganz doll schnell, dann habt ihr eine Sache gelernt. Der Mann weiß oder die Frau weiß nicht, wovon sie redet. Reaktive Programmierung erzeugt erstmal zusätzlichen Overhead. Also ihr tut da mehr, als wenn ihr das einfach so iterativ runterprogrammiert. Und auch die CPU muss erstmal mehr tun. Das ist wahrscheinlich in den allermeisten Fällen so viel so, oder so wenig, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Aber es wird dadurch erstmal nicht schneller. Wenn ihr es richtig macht und nur dann skaliert das Ganze besser. Und das kann einen erheblichen Wert darstellen. Aber wenn es um reine Performance geht, dann müsst ihr euch nach anderen Lösungen umschauen. So, und jetzt gibt es in diesem Umfeld reaktive Programmierung ganz, ganz viele Begriffe, Projekte und projektähnliche, die da auftauchen. Die möchte ich die wesentlichen mal genannt haben, damit ihr dann so grob einordnen könnt, wovon ich bzw. andere Leute reden. Da wäre zuerst die Reactive Streams, die wir ja eben schon als Quelle von dem einen Zitat gesehen haben. Reactive Streams ist ein Satz von Interfaces, genau drei Stück. Eigentlich auch ziemlich einfache, die haben nur wenige Methoden. Das Spannende daran ist, dass es zu diesen Interfaces auch eine sehr exakte Beschreibung gibt, wie sich diese Methoden zu verhalten haben. Inklusive einem TCK, das heißt einer Infrastruktur, mit der ich Tests schreiben kann, ob meine Implementierung von diesen Interfaces sich vernünftig verhält, so wie das von den Reactive Streams vorgeschrieben ist. Wenn ihr mal über diese Interfaces von den Reactive Streams stolpert, versucht die nicht zu implementieren. Also das Problem sind nicht die drei Methoden, die in diesem Interface drin sind, sondern wie die sich verhalten. Das ist schwierig. Das ist natürlich nicht unmöglich. Alle Implementierungen sind auch von Menschen gebaut worden. Wenn ihr richtig viel darüber lernen wollt, dann macht das ruhig mal. Also ich habe es ausprobiert. Ja, man lernt eine ganze Menge darüber Reactive Streams dabei. Aber das braucht seine Zeit, bis die Tests dann wirklich laufen und zufrieden sind. Das dauert ein Weilchen. Und ob es dann wirklich alles richtig macht, wir wissen alle, wie das mit Tests sind. Die können nur zeigen, was falsch ist. Die können nicht zeigen, dass irgendetwas wirklich korrekt ist. Also diese Interfaces möchte man nicht selber implementieren. Dafür gibt es Implementierung. Die erste
oder das erste System für reaktive Programmierung war RxJava, mittlerweile RxJava 2, welches Reactive Streams implementiert. Akka, beziehungsweise genauer Akka Streams, implementiert das ebenfalls, auch von den Leuten. Viktor Klang, falls den jemand kennt, der arbeitet intensiv an den Reactive Streams mit. Und die dritte Implementierung ist Project Reactor. Das kommt von Pivotal und im Endeffekt in enger Zusammenarbeit mit dem Spring-Team. Aber ganz wichtig, es ist unabhängig von Spring. Es soll tatsächlich Leute geben, die mögen Spring nicht. Ich kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es gibt solche Leute. Und Project Reactor hat keinerlei Abhängigkeiten zu Spring. Die Abhängigkeiten gehen alle in die andere Richtung. Also Spring 5 nutzt Project Reactor unten drunter, nicht andersrum. Dann gibt es noch ein paar spezialisierte Implementierungen, die bestimmte Dinge tun und dafür APIs anbieten, damit man die sozusagen reaktiv verwenden kann. Davon gibt es viele, aber da sie halt nur spezialisiert sind, gehe ich da nicht weiter drauf ein. Dann gibt es etwas sehr Spannendes und ein bisschen Gefährliches. Das ist die Flow-API. Die ist im Java 9 drin und das ist im Prinzip die Reactive Streams API 1 zu 1 kopiert, aber jetzt halt in Java irgendwas Packages. Und das ist natürlich einerseits cool, weil es sagt so, hey, dass die Sache mit den Reactive Streams, auch Oracle und wer da sonst noch mitredet, findet das offensichtlich eine spannende, gute Sache und möchte, dass das irgendwie auch in Java Eingang findet. Soweit sehr gut. Es gelten auch die gleichen Regeln und Anforderungen wie für die Reactive Streams. Es gibt bloß zwei große Nachteile. Das erste ist, es steht nirgends, dass diese Regeln gelten. Das ist also tatsächlich so in der Java-Doc-API, da sind halt diese Interfaces beschrieben, aber welche exakten Verhaltensweisen die an den Tag legen müssen, das steht da nirgends. Und es gibt keine Implementierung dazu im JDK. Also ich kann natürlich die Projekte Reactor und Akka und RxJava kann ich dafür benutzen. Aber so von Java selbst gibt es das nicht. Und da ist natürlich jetzt die Befürchtung, dass irgendwelche Leute daherkommen und sagen, so, hey, ich will reaktiv programmieren. Oh, da gibt es hier was in JDK. Dann nehmen wir doch das, das ist ja quasi Standard. Oder gibt es keine Implementierung von, dann mache ich mir halt eine. Ja, dummerweise ist das schon passiert. Es ist nicht veröffentlicht worden, aber auf den Entwicklerlisten, also in dem Mercurial, wie heißt das bei denen? Baum, Wald, wie auch immer. Für Java 10 waren Implementierungen drin von diesen Interfaces, die völlig kaputt waren. Also wo ich als nur, ich sag mal, interessierte Laie zu dem Thema gesagt hat, ihr sagt, das mit dem Backpressure, das wäre ein Hinweis und der könnte das ignorieren. Nein, ist es nicht. Das muss korrekt implementiert sein, sonst ist das keine valide Implementierung. Also da wird es noch Überraschungen geben, glaube ich, in Zukunft. So, wenn es da drei relevante Implementierungen gibt, ist natürlich die Frage, welche nimmt man? Jetzt steht vor euch ein Pivotal-Mitarbeiter, der sagt euch natürlich, ja, Project Reactor, was sonst? Aber zu Recht werdet ihr sagen, naja, der ist ja totally biased. Also fragen wir mal jemanden, der sich auskennt, zum Beispiel den Entwickler von RxJava, dem ersten Reaktiven. Das ist der David Carnock und der hat dieses gesagt auf Twitter. Benutzt Project Reactor. Also Version 3 ist die aktuelle Version. Voraussetzung ist, dass ihr Java 8 oder höher verwendet, weil das halt Voraussetzung für Project Reactor ist. Wenn ihr noch auf Java 6 oder dergleichen klebt, dann müsstet ihr euch an RxJava 2 halten. Oder wenn ihr Funktionen habt, die Checked Exceptions werfen, die ihr unbedingt verwenden müsst und die ihr nicht einwickeln könnt in irgendwas, was dann eine Runtime Exception wirft. Aber das möchte man ja eigentlich eh nicht haben. Dann gibt es Spring Framework 5 vor mittlerweile etwas über einem Monat.
nee, fast 2 Monate müssten es sein, ne? Rausgekommen mit dem Spring Web Flux. Das ist quasi wie Spring MVC, aber in reaktiv. Und auch da ganz klar und ganz wichtig, Spring MVC wird nicht auslaufen. Das eine wird nicht das andere ersetzen, sondern die beiden werden nebeneinander her existieren und sich gemeinsam weiterentwickeln. Das sind auch im Prinzip dieselben größeren Teams. Das heißt, wenn die auf der einen Seite irgendwie ein Feature eingebaut wird, denken die mit Sicherheit immer dran so, und der macht das auch auf der anderen Seite Sinn. Ganz viele von den Annotationen, also wir werden nachher Code sehen, dann auf den ersten Blick sieht man gar nicht den Unterschied. Und es wird beides langfristig weitergeben. Und dann gibt es Spring Data K. Wer kennt Spring Data nicht? Okay. Immer wenn auf Persistenz zugegriffen wird, also Datenbanken oder dergleichen, dann ist Spring Data im Spiel, Teil von Spring halt. Und Spring Data K, das aktuelle Release, das sozusagen zusammen mit Spring 5 rausgekommen ist, das bietet jetzt auch reaktive APIs an für einige der unterstützten Stores. Und zwar für genau die drei, die da stehen. Nicht für alle Stores, die es für Spring Data gibt. Ein paar sind dabei, das gerade zu bauen. Ich glaube, bei Elasticsearch gibt es Bemühungen, wobei die sind gerade eh am Kämpfen. Das wird nicht direkt von uns supported, sondern ist ein Community-Projekt. Neo4j ist gerade dabei, was zu bauen für ihre Spring Data-Implementierung. Aber die drei funktionieren aktuell reaktiv. So, wie funktioniert das jetzt im Detail? Und warum macht das eventuell Sinn? Wenn ich eine klassische Web-Anwendung mit einer Servlet-API baue, dann kann man sich das stark vereinfacht so vorstellen. Hier oben kommt der U Request vom User rein, also irgendwie einen HTTP oder HTTPS-Request. Und dann wird er an dieser Stelle vom Applikationsserver entgegengenommen und an einen Thread gebunden. Und dieser Request ist dann für seine Lebensdauer an diesen Thread gebunden. Wenn ich eine sehr einfache Web-Anwendung habe, die nur im Speicher arbeitet, dann tut die irgendwas, berechnet irgendwas, erzeugt eine neue Seite und schiebt die dann hier wieder raus. Und dann funktioniert das mit den Threads auch relativ gut. Dann kann ich das auch vernünftig skalieren. Dann sage ich nämlich einen Thread pro, ich sag mal, effektive CPU. Also, ne, wir haben mehrere Kerne und mit Hyperthreading zählt jeder Kern vielleicht so ungefähr doppelt. Aber mehr Threads bringen mir nichts, weil mehr CPU-Kapazität habe ich nicht. Wenn ich mehr Threads habe, heißt das nur, dass mein Betriebssystem ständig Threads irgendwie aktivieren und deaktivieren muss. Das selbst kostet Zeit und Ressourcen. Ansonsten, die nicht genutzten Threads selbst verbrauchen auch Speicher und liegen nur in der Gegend rum und tun nichts. Also mehr Threads anzubieten, in meinen Threadpool zu definieren, macht in diesem Szenario überhaupt keinen Sinn. Wenn das Ganze überlastet ist, ja, dann kann der Applikationsserver vorne halt keine weiteren Requests entgegennehmen. Die warten dann da und basierend auf dem TCP/IP-Protokoll kriegen die irgendwann ein Timeout und dann ist halt, so lange sitzt der Benutzer halt vor seinem Browser und wartet. Ja, also genau genommen sitzt er da vielleicht eine Sekunde, wenn es ein geduldiger ist, 3 Sekunden und guckt dann, was bei Reddit passiert. Die meisten Web-Anwendungen sehen aber ja anders aus. Da passiert die Logik nicht komplett im Speicher und ist nicht rein CPU-bound, sondern typischerweise hat man einen Teil, der CPU-bound ist. Das heißt, wo irgendwelche Sachen berechnet werden. Und ich habe Teile, die sind im weitesten Sinne IO-bound. Also die hängen von Zugriffen auf eine Festplatte ab oder auf die Solid-State-Disk oder die rufen, machen Netzwerkaufrufe, um zum Beispiel auf eine Datenbank zuzugreifen. Und dann sieht das in dem hier einfachen Fall, dass ich nur eine Art von
I.O. habe, schon so aus, dass halt mein Request hier reinkommt, wird an einen Thread gebunden, führt irgendwelche Arbeiten aus, zieht sich zum Beispiel aus dem Request irgendwie die Parameter raus, bereitet die so auf, baut daraus ein SQL-Statement und dann schickt er das ganze SQL-Statement zur Datenbank und dann tut der Thread genau erstmal gar nichts. Bis nach einer Sekunde die Datenbank eine Antwort schickt, die wird dann wieder aufbereitet, wahrscheinlich irgendwie in ein JSON-Dokument oder eine HTML-Seite zusammengestrickt und das wird zurückgeschickt an den Kunden oder an den Benutzer. Und das Problem ist, dass ich jetzt hier einen Thread habe, der hier nichts tut, außer zu warten. Der benutzt also die CPU nicht. Wenn ich das so skaliere, wie ich das eben gemacht habe mit einem Thread pro CPU, dann nutze ich ganz viele von meinen CPUs gar nicht. Also muss ich mehr Threads anbieten. Und zwar genauso viele Threads mehr, wie hier auf die Datenbank warten können. Das wiederum ist durch meinen Connection Pool definiert. Und auch ein Connection Pool, ne, hatten wir eben kurz angesprochen, macht nicht Sinn, den beliebig groß zu machen, sondern es gibt eine Größe für jede Datenbank, wo der Connection, des Connection Pools, die Datenbank halt in der Lage ist, die Datenbank gut auszulasten, ohne sie zu überlasten. Und das muss man im Endeffekt ausprobieren und messen. Faustregel ist so Anzahl der CPUs plus Anzahl der Datenbanken. Der Festplatten, der physikalischen Festplatten, die ich habe. Aber das ist eine Daumenregel und was mit Solid State ist, habe ich noch keine Aussagen zugetroffen oder zugefunden. So, das heißt, wenn ich das maximal skalieren und auslasten will, brauche ich so viele Threads, wie ich Kerne habe, plus Anzahl der Connections, die ich zur Datenbank habe. Das funktioniert aber nur, solange alles gleichmäßig voll ausgelastet ist. Nehmen wir an, ich komme nach dieser Berechnung jetzt dazu, ich habe 10 Threads sozusagen für die Datenbank und 10 Threads für meine CPUs. Und jetzt kommen da ganz viele Requests rein, die brauchen gar nicht auf die Datenbank zuzugreifen. Die holen sich alles aus dem Cache. Dann habe ich plötzlich 20 Threads, die sich um die alle rechnen wollen sich und sich um die 10 CPUs prügeln. Oder die wollen alle auf einmal zur Datenbank. Und dann stauen die sich vor dem Connection Pool und meine CPUs eilen vor sich hin. Ist also alles suboptimal und funktioniert im Endeffekt einfach nicht richtig. Wenn ich hier Überlastung habe, je nachdem, wie geschickt ich mich anstelle, ich sag mal, im besten Fall ist immer noch ein Timeout basierend auf dem Netzwerkprotokoll. Wenn es halt dumm läuft, habe ich mal nicht darauf geachtet, dass sowas wie der Connection Pool vernünftig skaliert ist und ich schieße mir meine Datenbank damit ab, weil die plötzlich überlastet ist. Oder irgendein anderes System, ne? Datenbanken sind oft darauf ausgelegt, dass sie ordentlich bearbeitet werden. Da hofft man zumindest so, dass die sich so ein bisschen selber schützen. Aber wenn ihr über eine Microservice-Architektur und auf den Microservice aus dem Nachbarbüro zugreift, kann der das ordentlich ab, wenn plötzlich 100-mal so viele Requests ankommen, wie die jemals getestet haben? Da gibt es also sehr unangenehme Folgeeffekte, wenn ein System unter Stress gerät. Wer darüber mehr wissen will, gibt es ein hervorragendes Buch, Release It, wo das also sowohl technisch als auch vom Schreibstil hervorragend beschrieben ist. Jeder, der so ein bisschen was Richtung Architektur macht, sollte das unbedingt gelesen haben. So, wie sieht das Ganze aus, wenn wir reaktive Streams machen? Dazu gucken wir uns erstmal diese Reactive Streams an, wie die denn interagieren, also diese drei Interfaces. Dafür muss ich jetzt ein bisschen zur Wand sprechen. Wir haben drei Interfaces. Einen Publisher, das ist der, der Events published, veröffentlicht, liefert. Einen Subscriber, jemand, der sich für diese Events interessiert, der die gerne verarbeiten möchte. Und es gibt so einen Vertrag zwischen denen, das ist die Subscription. Und das Ganze beginnt damit, dass der Subscriber sagt,
ich interessiere mich für Events von dir. Ich subscribe mich bei dir. Liefert sich selbst als Argument mit. Und einer dieser Regeln besagt, dass dieser Aufruf sofort zurückkehren muss. Das heißt, der nächste Aufruf, der könnte in dieser Anfrage mit drin sein, der kann aber auch erst danach passieren. Das sind schon so Sachen, da fängt das dann an, schwierig werden, zu werden, das richtig zu implementieren. Das nur so am Rande. Prinzipiell, was irgendwann passiert, der Publisher sagt, okay, hier möchte jemand subscriben, also erzeuge ich eine neue Subscription. Und dann rufe ich auf dem Subscriber on Subscribe auf und liefere diese Subscription mit, diese hier. Und dann kann der Subscriber sagen, okay, ich habe jetzt eine Subscription und jetzt möchte ich auch wirklich Ereignisse haben, und zwar 10 Stück. Er gibt also eine Zahl mit, wie viele Ereignisse er haben möchte. Und dann darf der Publisher genau so oft on next aufrufen. Er darf weniger aufrufen. Es könnte zum Beispiel sein, dass er gar nicht so viele Events hat. Oder dass bevor er seine 10-mal on next aufgerufen hat, der Subscriber schon wieder die nächsten anfordert. Das kann also beliebig durcheinander gehen, aber er darf maximal, zu jedem Zeitpunkt darf er maximal so oft on next aufgerufen haben, wie er in Summe an Requests bekommen hat. Und das Ganze kann beliebig, oder prinzipiell beliebig lange dauern, bis die Erde verglüht oder die JVM runtergefahren wird. Typischerweise wird aber irgendwer sagen, dass er früher oder später genug hat. Nämlich entweder sagt der Subscriber, ich habe fertig, und sagt Cancel. Dann sollte der Publisher irgendwann aufhören, on next aufzurufen. Auch da ganz spannend oder ganz wichtig. Es kann nicht garantiert werden, dass dann kein On-Next-Aufruf mehr kommt, weil das kann ja alles asynchron sein. Die andere Variante ist, der Publisher hat einfach keine Events mehr. Also vielleicht kriegt er ja Events, indem er eine Import-Datei abarbeitet und aus jeder Zeile ein Event macht. Dann ist halt irgendwann die Datei am Ende und dann sagt er, ich habe fertig. Oder er trifft auf einen Fehler. Und dann kann er on error aufrufen. Auch das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Es gibt nur an einer Stelle etwas, was eine Exception werfen kann. Und das ist dieser Aufruf. Wenn der Subscriber hier null mitliefert, dann darf eine null pointer Exception geworfen werden. Bei allen anderen Fehlerszenarien ist der einzige legitime Vorgang sicherstellen, dass man hier eine Subscription hat, also gegebenenfalls erst noch on subscribe aufrufen und dann on error, und da drin steckt dann eine Exception oder genau genommen ein Throwable. Ansonsten dürfen all diese Methodenaufrufe keine Fehler produzieren, also keine Exceptions. So, und über dieses Request und on next das ist im Endeffekt die Implementierung von Backpressure. Dadurch, dass der Subscriber sagt, wie viele Events er haben möchte, wird sichergestellt, dass der Subscriber nie zu viele bekommt. Vorausgesetzt natürlich, der Subscriber ist sinnvoll implementiert. Dann gibt es noch ein Konstrukt, der sogenannte Processor oder Operator, der öfter mal auftaucht. Das ist nichts anderes als ein Ding, das auf der einen Seite quasi ein Subscriber ist, also von einem anderen Publisher Events bekommt, damit in irgendeiner Form irgendetwas macht und die am anderen Ende wieder published. Und aus genau solchen Prozessoren baut man sich jetzt quasi eine Pipeline, die dann so aussieht, den Teil hier ignorieren wir mal für einen Moment. Hier kommen wieder im Zweifelsfall meine Web-Requests rein und meine Infrastruktur. Also zum Beispiel Spring Web Flux zusammen mit einem Netty, der da drunter liegt, erzeugt aus diesem Request einen Publisher. An den kann ich mich dann subscriben mit einem Prozessor, der das irgendwie verarbeitet. Und jetzt zum Beispiel aus diesem ursprünglichen Request
viele einzelne Parameter rauszieht, die er einzeln als Event published. Und hier vielleicht aus diesen Events einen Datenbankzugriff macht, der asynchron läuft. Und wenn hier die Ergebnisse ankommen, wird daraus wieder ein Event, auf das er sich wieder subscriben kann, um daraus zum Beispiel einen JSON-Stream zu bauen. Also aus jedem Element so ein JSON-Objekt und dann ganz viele hintereinander, um dann einen Stream draus zu machen, der dann hier wieder subscribed wird und im Endeffekt das Ganze dann über TCP/IP oder dergleichen nach draußen pumpt. Dieser Subscriber und dieser Publisher steckt sozusagen in der Infrastruktur, den sieht man nicht. Also, dass hier das Subscribe aufgerufen wird, das sieht man im eigenen Code nicht. Und ich kann dann noch spezielle Spirenzken machen, zum Beispiel, hier ist ja Backpressure implementiert. Es kann ja sein, dass der sagt, so, ich hätte jetzt gerne einen, ich hätte jetzt noch einen und noch einen. Aber hier kommen ganz viele Events an. Und dann gibt es halt auch wieder, müsste ich jetzt eigentlich nochmal einen extra Prozessor auch reinmalen, der genau sowas handeln kann und sagen kann, okay, gib mir all deine Events und die, die ich hier loswerde, die schicke ich in die Richtung, aber alles andere schicke ich an den zweiten Subscriber. Und der zweite Subscriber könnte dann zum Beispiel sowas machen, eine Operation, die sehr billig ist, aber dem Benutzer wenigstens Feedback liefert. Also zum Beispiel sagt, ich schicke eine statische Webseite raus, in der drin steht, sorry, wir sind gerade total überlastet. Das wird den Kunden nicht richtig glücklich machen, dass der gerade was kaufen will und das jetzt nicht kann, weil der Laden total überlastet ist. Aber der Kunde ist damit immer noch besser bedient, so eine statische Webseite zu bekommen, als wenn er da 3 Sekunden oder 3 Minuten vor seinem Browser sitzt und dann ein Timeout bekommt. Da hat er nämlich auch nichts bestellt, aber er weiß womöglich noch nicht mal, ob seine Bestellung nicht doch angenommen wurde und er bloß die Antwort nie gekrümmt hat. Ganz zu schweigen, denn, ob er denn nach drei Minuten tatsächlich immer noch vor seinem Browser steht. Von diesen Prozessoren gibt es jetzt, das ist eine Unterscheidung, die ich so für mich mache, 2 unterschiedliche Arten. Das eine, ich meine, das Zeug heißt nicht umsonst Reactive Streams, das hat schon gewisse Ähnlichkeiten zu den Streams aus Java 8, auch wenn es ganz wesentliche Unterschiede gibt, aber die Methoden, die man zum Beispiel von der Streams-API, aber auch von funktionalen Sprachen kennt, Map, Flatmap, Filter gibt es, dazu noch ganz viel mehr, was man in Java leider nicht kennt, aber in anderen Sprachen, die das ein bisschen ergiebiger gemacht haben, zum Beispiel sowas wie Zip. Da gibt es sehr viele Sachen, die halt einfach Events transformieren in irgendeiner Weise oder filtern, kombinieren. Und dann gibt es so Prozessoren, die steuern das Verhalten von dieser ganzen Pipeline. Die puffern zum Beispiel Momente und sagen erstmal, so, gib mir alles, was du hast. Also machen einen Request quasi mit Maxint und nehmen alles entgegen, was sie bekommen. Und dann kann ich dann halt steuern, ja, wenn du jetzt mehr als 1000 Elemente hast, was machst du mit den übrigen? Wirfst du die einfach weg? Schreibst du die auf eine Platte? Machst du da einen Fehler draus? Oder dergleichen. Oder die auf eine bestimmte Zeit warten, ein Event um eine bestimmte Zeit verzögern oder nach einer bestimmten Zeit aufhören, Events zu senden. Oder die Verarbeitung auf einen bestimmten Threadpool auslagern. Solche Operationen. So, wir haben jetzt ja die ganze Zeit von Reactive Streams geredet, das heißt von dieser allgemeinen API. Projekt Reactor liefert jetzt Implementierungen für dieses, vor allen Dingen für dieses Publisher-Interface, also für die anderen natürlich auch, aber mit denen hat man meistens nichts zu tun. Was man tatsächlich sieht, ist das Publisher-Interface. Davon gibt es 2 Implementierungen. Das eine ist Mono. Das ist so der Optional unter den Producern. Der liefert nämlich 0 oder ein Event. Und es gibt den Flux. Der liefert halt beliebig viele Events. 0, 1, 3000, unendlich viele. Und was ich hier als Prozessor beschrieben habe, das sind im Endeffekt Methoden auf Flux und auf Mono,
Das heißt, de facto sieht das so aus, ich habe bekommenen Flux von irgendwoher, im Zweifelsfall von meiner Infrastruktur, und dann rufe ich darauf Map auf oder irgendeinen anderen Operator, eine Methode und bekomme wieder einen Flux. Aber dieser Flux hat sozusagen ein Subscriber-Ender, das automatisch bei dem ursprünglichen Subscribe wird, ohne dass ich da so richtig was von mitkriege. Aber das ist das, was hintenrum passiert. Und ich kriege dann halt tatsächlich, wie eben gezeigt, so eine Kette von Prozessoren. So, und dann, weil das jetzt alles total abstrakt war, versuchen wir uns das mal live anzugucken. So. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ein Client und einen Server. Wir fangen mit dem an, was uns wirklich interessiert. Den Server. Also es interessiert uns, also auch euch, weil das ist, worüber ich sinnvoll was erzählen kann. Hier haben wir eine Server-Applikation. Wir haben Imports, interessieren uns nicht. Das Ganze ist eine Spring Boot-Applikation. Wer hat noch nie was mit Spring Boot gemacht? Auch keiner. Cool. Ihr seid alle weiter, als ich vor 9 Monaten war. Das heißt, diese Applikation, wenn ich die starte, zieht die im Endeffekt ihren eigenen Applikationsserver hoch oder Webserver. In diesem Fall müsste das, weil ich nichts speziell konfiguriert habe, eine Netty sein. Ich brauche einen Applikationsserver, der sozusagen dieses Abarbeitungsmodell vernünftig unterstützt. Das heißt, ich habe normalerweise da kein WebSphere oder sowas. Es gibt zwar auch eine Möglichkeit, über WebSockets das irgendwie drüber oder über diese asynchrone API das drüber zu legen, aber das ist dann wieder nur so halb. Eigentlich möchte ich wirklich was haben, was das vernünftig unterstützt. Undertow, Netty, das sind so die Namen, die da immer genannt werden. Und was wirklich so ein bisschen, da kommen wir näher noch drauf, wenn es relevant wird. Der spannende Teil ist, ich habe hier so eine Methode, add person, da steht ein Request Mapping dran. Das heißt, die bekommt ihre Daten irgendwie aus so einem Web-Request, insbesondere aus dem Body, holt sie sich einen Namen. Und das sieht eigentlich alles sehr aus wie Spring MVC. Das Einzige, woran ich eigentlich merke, dass es nicht Spring MVC ist, ist dieser Rückgabetyp. Es liefert nämlich ein Mono zurück. Ja, wir erinnern uns, ein Producer, der maximal ein Element produziert. Und in diesem Fall auch tatsächlich extrem einfach. Mono Just heißt, er nimmt einfach ein Objekt und macht da ein Mono draus. Also extrem unspannend. Und letztendlich einfach völlig gelogen, weil ich will euch ja Spring Data mit Reactive zeigen. Und das hier ist die Spring Web Flux Infrastruktur, die eigentlich nur am Rande erwähnt wird, aber wenn ihr alle noch nicht mit Reactive gearbeitet habt, dann seht ihr das jetzt wahrscheinlich alle zum ersten Mal. Und dann kann man ja vielleicht mal ein paar Worte drüber verlieren. Und ganz ähnlich sieht die Persons-Methode aus, bloß dass die obere reagierte auf Post-Request, die hier reagierte auf Get-Requests und die liefern mir alle Personen und momentan sind da halt einfach drei gefakte Personen drin, die immer wieder geliefert werden. Und es wird nicht wirklich was gespeichert. Nichtsdestotrotz sollte ich in der Lage sein, das zu starten. Da tauchen ein paar Logs auf, keine Stack Traces. Das heißt, der ist gestartet. Und dann werfen wir noch einen Blick
auf die Client-Applikation. Hier nutze ich einen Web-Client. Das ist eine auch selbst wieder reaktive API, um auf Web-Ressourcen zuzugreifen. Da sage ich, ja, als Basis soll sie Localhost 8080 nehmen, was auch genau das ist, was von dem Server konfiguriert ist. Und im Endeffekt sage ich, ihr fragt diese URL mal ab oder diese Ressource, konvertiere das, was du im Body findest, wieder in eine Person. Und jedes Mal, wenn du eine Person hast, dann gib die bitte aus, damit man sieht, was passiert. Und warte, bis der Flux am Ende ist. Ganz wichtig, sowas wie Block Last, wie der Name schon sagt, das blockiert. Und das ist genau das, was man mit Reaktiv normalerweise nicht will. Aber ich möchte euch ja was zeigen. Und normalerweise habt ihr halt am Ende irgendwie den Benutzer, der auf sein Webergebnis wartet und sich das anguckt. Das simulieren wir hier. Und deswegen ist an der Stelle mal Block Last in Ordnung. Das gleiche gilt übrigens für sowas wie System Out. System Out ist ein blockierender Aufruf. Baut das nicht in euren produktiven Code ein. Das bremst euch aus. Sucht euch eine vernünftige Logging-Bibliothek, die das vernünftig asynchron macht. Ganz klar fürs Debuggen und Demonstrieren völlig in Ordnung, aber im produktiven Code hat ja ein System Out auch aus ganz anderen Gründen nicht zu suchen. So, dann starten wir auch den mal. Und wir sehen, da tauchten drei Personen auf. Jetzt mag man sich fragen, das dauerte jetzt ja ziemlich lange, bis die da so nach und nach eintrudelten. Geben sie dem armen Menschen keinen vernünftigen Rechner? Doch, der Rechner ist ziemlich geil, bloß die Tastatur ist scheiße. Und die Funktions- und Escape-Tasten fehlen. Daran liegt es nicht. Nein, es liegt... Was habe ich jetzt gedrückt? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Es liegt einfach an dem Flux, den ich hier definiert habe. Hier sage ich nämlich Delay Elements of Delay Elements Duration of 1 second. Das heißt, jedes Element soll er um eine Sekunde verzögern. Wieso ist denn das eigentlich hier so komisch gelayoutet? Achso, Idee wieder ordentlich konfiguriert. Das heißt, er wartet jetzt absichtlich nach jedem Element eine Sekunde, bevor er das nächste schickt. Habe ich einfach deswegen gemacht, weil man daran etwas sieht, was deutlich anders ist zu einer klassischen Webanwendung. Wenn ich eine klassische Webanwendung habe und da jetzt eine langsame Datenbank, die mir die Datensätze immer nur so im Sekundentakt liefert, weil das vielleicht eine ganz komplizierte Query ist, dann warte ich halt die ganzen, in diesem Fall 3 Sekunden, bis ich alle 3 Personen habe und dann gehen die in einem Schwung raus. Was so viel heißt, wie der Benutzer wartet 3 Sekunden auf die erste Person. Obwohl die ja eigentlich nach einer Person schon zur Verfügung steht. Reaktiv wird die erste Person dann rausgeschickt, wenn sie fertig ist. Wichtig, dabei muss ich das richtige, den richtigen Mediatype verwenden. Irgendwas, was so ein Stream im Namen hat, ist vielversprechend. Und natürlich die andere Seite muss das auch vernünftig verstehen. Also es gibt dann tatsächlich Stack Overflow-Fragen. Ja, hier in der Frage, da haben sie mir gesagt, ich soll einen Stream verwenden, aber jetzt kann meine Client-API die Daten nicht mehr lesen. Ja, die muss dann natürlich auch Streams lesen können. Sonst hilft das alles nicht. Muss schon zusammenpassen. Okay, also wir haben eine kleine Web-Anwendung, die prinzipiell funktioniert. Jetzt geht es im Endeffekt darum, wir wollen auf eine Datenbank zugreifen und wie gesagt mit Spring Data, dem Kai-Release, gibt es dafür Möglichkeiten. Und was muss ich tun, um einen Repository zu implementieren mit Spring Data? Ihr habt gesagt, ihr kennt alle Spring Data. Annotation? Nö, ein Interface. Interface, habe ich auch irgendwo gehört. Ne?
Interface Person Repository. Normalerweise oder bei klassischen Anwendungen würde ich hier das CRUD Repository nehmen, aber ich will es hier reaktiv haben, also nehme ich das Reactive CRUD Repository. Darf nicht verwenden, hier hinten Entität und was haben wir? So, dann muss ich meiner Konfiguration sagen, okay, guck bitte mal, ob du solche Interfaces findest und baue mir Implementierungen dazu. Das geht normalerweise mit Enable Mongo Repositories. Also ich benutze an dieser Stelle Mongo, weil eine der Implementierungen, die reaktiv sind und gibt so eine schöne In-Memory-Variante davon. Und weil ich ja reaktive Repositories haben möchte, heißt das Ganze Enable Reactive Mongo Repositories. An der Stelle wird vielleicht auch klar, ich kann mir natürlich zwei Repositories definieren. Das eine ist reactive und das andere nicht. Aber in einem Repository bin ich entweder reactive unterwegs oder nicht, aber nicht so gemischt. Und das möchte man halt auch tatsächlich nicht, weil Blocking ist halt problematisch mit reaktiv. Und wenn ich dann ein Repository, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee, sondern eine sehr gute Idee, das sauber zu trennen. Und dann muss ich hier in meine passende Stelle finden. Nee, Person Repository habe ich es genannt. So. Falls ihr euch über das Private Final wundert, hier steht ein Required Args Constructor, das ist Lombok und erzeugt halt automatisch einen Konstruktor, der alle notwendigen, also alle Private Final Fields beinhaltet. Und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, was ich immer nicht weiß, dann müsste ich jetzt hier. Nee, da will ich hin. Müsste ich mir jetzt hier die Personen aus dem Repository holen. Und das geht bekanntlich mit Find All. Das sieht alles sehr ähnlich aus zu einem klassischen Spring Data Repository. Nur hier hinten beim Rückgabetyp sieht man, der liefert nicht irgendwie einen Iterable oder einen List von Person, sondern der liefert einen Flux von Person. Und das ist ja genau das, was ich haben will. Wunderbar. Funktioniert. Mal gucken, ob ich das ausgeführt kriege hier. Irgendwas mache ich immer falsch. Kein Stack Trace. Er findet das Bienen nicht. Nee, die Implementierung liefert. Achso, ich hab's. Die Implementierung liefert ja gerade Spring Data, das ist sozusagen der Clou. Aber weil das eine inner Klasse ist, muss ich noch diese Property auf True setzen. Dann gibt es auch keine Fehlermeldung. Das heißt, alles ist gut. Also standardmäßig guckt er halt nur nach Top-Level-Interfaces. Und wenn man halt so innere Klassen benutzt, dann muss man das halt hier mit Consider Nested Repository erlauben. Und dann gucken wir uns unsere Client-Applikation an, beziehungsweise starten die nochmal. Und die tut jetzt natürlich gar nichts, weil wir haben ja keine Personen im System. Aber auch dafür hat der Koch natürlich was vorbereitet, auch wenn das Fenster jetzt immer kleiner wird hier. Eine Load Application sieht sehr ähnlich aus wie der Client.
Der erzeugt hier zufällige Namen, im Endeffekt eine lange Namensliste, Zufallszahl erzeugen und einen Namen daraus aussuchen. Das Ganze nett verzögert und über FlatMap rufe ich diese Submit-Person auf. Das heißt, sorry, ich erkenne das also nicht. Nochmal ein bisschen langsamer. Wir haben hier einen Flux-Generate. Dieser mit Generate wird jedes Mal, wenn ein Subscriber sagt, er hätte gern ein Element, wird dieser Lambda hier ausgeführt. Der erzeugt einen zufälligen Namen und ruft auf diesem S, das ist ein sogenanntes Sync, Next auf. Was dafür sorgt, dass dieser Producer, den ich damit erzeuge, ein Event bestehend aus einem String emittet. Dann nach jedem Event oder vor jedem Event wartet er 500 Millisekunden und für jedes Element ruft er dann FlatMap auf. Für die Leute, die FlatMap noch nicht so verinnerlicht haben, für jedes Element, was ich reinkriege, rufe ich eine Funktion auf, die mir wieder ein Producer von irgendwelchen Events erzeugt. Und diesen Producer klopfe ich sozusagen flach. Also ich habe danach nicht etwa einen Producer, der Producer beinhaltet, sondern einen Producer, der die inneren Elemente beinhaltet. Bei Listen kann man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Wenn ich eine Liste von Strings habe und eine Funktion, die aus einem String eine Liste der einzelnen Buchstaben macht, dann kriege ich halt über FlatMap daraus eine große Liste, wo alle Buchstaben von allen Strings drin sind. Ganz wichtig ist übrigens das Concurrency hier. Das ist so ein Effekt, an dem mir mal wieder deutlich geworden ist, dass dieses Reactive, so schön und so mächtig es ist nicht so ganz ohne. Der Standardwert, also ich kann das auch ohne Concurrency 5 aufrufen, der Default-Wert ist 256. Das heißt, er würde diese Submit-Methode erstmal 256 Mal aufrufen und dann erwarten, dass er irgendwie Ergebnisse zurückkommt, um daraus dann Events zu machen. In dieser Submit-Methode habe ich hier jetzt aber meinen Web-Client, der hier Request of Persons aufmacht. Das heißt, ich habe auf einen Schlag 256 Requests, die alle versuchen, eine Person anzulegen. Das mochte die Mongo-Datenbank nicht so gerne. Oder Netty. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Da sind also definitiv dann Stellen, wo man halt über Backpressure diese Sachen dann drosseln muss. Aber darum muss man sich halt tatsächlich noch kümmern. Also insbesondere habe ich darüber gelernt, dass da jetzt bitte nicht drauf festnageln, aber nach meinem Verständnis ist der Mongo-Treiber zwar reaktiv, macht aber kein ordentliches Backpressure. Das heißt, der nimmt prinzipiell so viele Requests, wie ankommen, kann sie dann aber nicht vernünftig verarbeiten. Also da gibt es immer Stellen, auf die man dann achten muss. Man hat die notwendigen Werkzeuge, aber es funktioniert nicht so ganz alleine außer out of the box. Und dieser Code hier drin sieht jetzt aber tatsächlich so aus wie der von dem Test-Client eben, bloß dass er halt auf Persons einen Post-Request ausführt. Das heißt, hiermit kann ich jetzt ganz viele Requests erzeugen oder ganz viele Personen erzeugen. Die fangen alle mit A an, weil ich irgendwie 4000 Namen habe. Und jetzt bin ich hier auf der Server-Applikation. Jetzt sehe ich hier, tauchen nach und nach diese Anwendung, diese Namen auf. Und jetzt kann ich auch noch den Client dazu nehmen. Und der veralbert mich jetzt. Ja. Genau. Ich halte das hier mal an. Weil ich habe ja wieder nur die Hälfte implementiert. Ich hatte ja gesagt, wo bin ich?
Ich liefere alle Personen in meinem Repository in dem, was jetzt von meinem Load Producer da erzeugt wird. Der ruft @person auf, der liefert aber einfach nur eine gemogelte Person zurück. Der speichert gar nichts in irgendwelchen Datenbanken. Das muss ich ja auch noch machen. Aber es ist zum Glück nicht schwierig. Fertig. Und auch in dem Fall sieht man wieder nichts davon, dass das irgendwie reaktiv ist. Das Einzige, das Save liefert mir halt ein Mono zurück wieder. So, dann starten wir den Server nochmal neu. Der Server bekommt Personen. Und jetzt tauchen sie auch bei der Client-Applikation auf. Oh, jetzt habe ich den Server neu gestartet. Das war nicht so geschickt. Entschuldigung. Ne, das sind jetzt 5. Wenn ich jetzt nochmal starte, sollten es deutlich mehr sein, weil ja ständig neue reinlaufen. So, das heißt, dieser. Es gibt eigentlich erstaunlich wenig zu sehen von Spring Data Reactive. Und das ist eigentlich, also wenn man so APIs baut, ist ja eigentlich genau das, was man will. Es funktioniert einfach so, wie man erwartet. Man kann es so benutzen, wie man erwartet. Da ist eine Frage. Mache ich nachher noch. Wird ein bisschen mehr, habe ich noch 2, 3 Folien zu. Ist tatsächlich eine Frage, die bei all diesen Vorträgen immer wieder kommt. Warum auch nur? Es geht mit Mongo, gibt es eine spannende Sache, die zeige ich jetzt gar nicht, weil wird schon ein bisschen spät. Und zwar sind das die Tailable Cursors. Ich weiß nicht, wer arbeitet mit Mongo-Datenbanken? Keiner. Okay. Dann nur am Rande, falls ihr mal dazu kommt, diese Tailable Cursors, da mache ich einen Request an die Datenbank und wenn der mir alle Ergebnisse geliefert hat, die er hat, dann ist dieser Request nicht zu Ende, sondern er wartet sozusagen, ob weitere Elemente auftauchen, also ob irgendein anderer Prozess da Elemente reinschreibt und wenn welche auftauchen, dann schiebt er mir die nach. Kann ich wunderbar nutzen. Das Einzige, was ich in Spring Data machen muss, ich muss diese Methode, die so ein Tailable Cursor verwenden soll, eine Annotation Tailable dran machen. Und dann funktioniert das. Und dann kann ich quasi mit dem einen lauschen und der andere schreibt rein und ich kriege die so durchgereicht. Ist ganz nett, ist ganz witzig und auch sicherlich gut zu verwenden. Was ich stattdessen gerne noch zeigen möchte. Verdammte Hacke. Genau. Meine Person, die ich hier konstruiert habe, die. Nee, da. Die hat hier noch eine Liste von Strings, also im Wesentlichen IDs, von anderen Personen, die den gleichen Namen haben. Der wird ja bisher noch gar nicht gefüllt. Das sieht man. Wenn man sich das hier anguckt, ist hier hinten immer so ein leeres Array drin. Und damit man wenigstens mal gesehen hat, wie das aussieht, wenn man so ein bisschen Logik in so einen Stream einbaut, versuchen wir das mal zu befüllen. Wo will ich hin? Da will ich hin. Also Repo, wir brauchen ein Repository. Und wir wollen ja jetzt erstmal, wollen wir alle Personen mit dem gleichen Namen finden. Das heißt, wir machen sowas wie
Find by name. Gibt's noch nicht. Und auch das funktioniert so, wie man sich das bei Spring Data erwartet. Man macht einfach eine Methode bei Attributnamen und dann macht er automatisch im Hintergrund den Query daraus und liefert mir die Ergebnisse in diesem Fall als Flux. Ich will jetzt hier aber eine Person erzeugen, die diese ID, also von diesen Personen, die ich gerade geladen habe, die IDs als Liste hat. Also muss ich aus meinen Personen erstmal IDs machen. Sowas tut man mit Map. Jetzt habe ich einen Flux von IDs. Und jetzt will ich daraus Listen haben. Das heißt, ich will die sozusagen nee. Gab es da nicht einen To-List? Es gab einen To-List. Okay. Nee, sorry. Collect List. Mit dem Toolist hätte er tatsächlich das ganze Ding eingesammelt und zu einer Liste gemacht. Und meine Existenz als Flux wäre sozusagen dahin gewesen. So kriege ich jetzt ein Mono von List. Und in dieser List sind die IDs, die ursprünglich in dem Flux drin waren. Das heißt, jetzt kann ich wieder mappen. Und aus meiner ID-Liste mache ich jetzt eine Person. Ups. Da stecke ich meine ID-Liste rein. Person muss ich aus diesem Lambda zurückgeben. Und dann speichere ich das Ganze. Kann man so im Groben nachvollziehen? Ist ein bisschen verwirrend wahrscheinlich, wenn man es nicht gewohnt ist. Hier sagt einer so, oh nö, geht doch. Wahrscheinlich schon entweder Pipes und Filters, genau. Also wer mal irgendwie was wirklich Funktionales benutzt hat oder was, ich sag mal, funktionale Programmierung einfach gut unterstützt, Haskell, Lisp, Scala, Clojure, solche Sachen, der wird sagen, ja, leuchtet ein. Wenn man das nicht getan hat, ist das sicherlich ungewohnt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze denn auch vernünftig funktioniert. Es startet schon mal. Und tatsächlich, das ging ja schnell, tauchen hier jetzt hinten IDs auf. Und auch wenn ich sie mit dem Client abrufe,
habe ich hier hinten Listen mit IDs drin. Funktioniert also. Und das ist genau die Art, wie man mit reaktiven Pipelines arbeitet. Mit genau diesem Map und Flatmap und diesen Sachen. Und ja, das dauert erstmal, sich da ein bisschen reinzudenken. Aber das ist tatsächlich nicht das große Problem an der Geschichte. Spannend ist, wenn man dann so Baustellen hat, dass man bestimmte Threads verwenden will. Und da kann man eine Menge Sachen treiben und sich auch wunderbar mit in die Füße schießen. Aber das wäre Aufgabe für einen Workshop. Und da würde ich dann auch gerne mit teilnehmen. Wenn ihr also mal einen von den Projekt Reactor-Leuten einladet, hier mal einen Workshop zu halten, sagt mir Bescheid, ich komme vorbei. Soweit zur Live-Demo. Dazu irgendwelche Fragen an der Stelle? Völlig erschlagen? Nein. Ja, guter Punkt. Ich hatte in dem Web-Client sowas wie Buddy to Flux und dann mal Person Class. Das habe ich halt gemacht, weil es so praktisch ist. Aber ich bekomme da einfach einen JSON-Stream. Jeder, der einen JSON-Stream verarbeiten kann, kann das verarbeiten. Ich muss auch keinen JSON-Stream liefern. Ich kann auch HTML liefern. Dann, wenn ich eine entsprechende Template-Engine benutze, die selbst wieder reaktiv arbeiten kann. Das gibt es meines Wissens zurzeit nur Thymeleaf, aber es gibt immerhin eine. Und das ist ja auch nicht die schlechteste, finde ich. Dann kann man das halt auch über HTML machen. Dann kriegt man da auch HTML so Stückchen für Stückchen gerendert. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich erzeuge sehr große HTML-Dokumente, dann kann das das alleine für den Benutzer schon ein Vorteil sein, wenn er das erste Element oder die ersten Teile schon zu sehen kriegt, bevor das letzte gebaut ist. Aber wenn ich halt von diesem wirklich Reaktiven profitieren möchte, dann brauche ich halt etwas, was in der Lage ist, schon kleine Teilchen von was immer ich erzeuge, zu konsumieren. Sonst hört an der Stelle halt meine reaktive Welt auf. Und das ist halt immer dieses, wenn ich da so Stellen drin habe, die nicht reaktiv sind, dann passiert es relativ schnell, dass ich große Mengen von meinem Vorteil, den ich mir erwirtschaften kann, leider wieder verliere. Also da ist halt tatsächlich, also ich kriege einen gewissen Nährwert, auch wenn nicht alles reaktiv ist, sondern nur Teile, wenn ich das halt für bestimmte Bereiche dann zum Beispiel Last abgrenzen kann. Aber der Unterschied zwischen so 98% und 100% reaktiv ist dann nochmal richtig erheblich. Also das ist, wenn man da Sachen hat, die wirklich skalieren soll, dann sollte man sich wirklich gucken, dass man seinen Stack so auswählt, dass man das von vorne bis hinten macht. Allerdings muss man auch sagen, das ist hier mit dieser Abfrage, wo ich dann irgendwie 10 Personen habe, ist eigentlich nicht das Typische, was hier. Wenn es um Web-Anwendungen geht, ist es typischerweise eigentlich so, dass mein Request nur ein Mono ist. Weil ich halt nur einen Request habe, der in sich relativ klein ist und eigentlich ein Event ist. Das, was ich hier habe, so simuliert habe, ist eigentlich mehr etwas, was man vielleicht bei so einem Import hätte oder so, wo jemand eine ganze Import-Datei oder aus irgendeiner anderen Quelle Daten en masse in mich reinpumpt. Dann habe ich mehr solche Szenarien. Auch da gibt es dann ganz viele Fragen, die ich dann leider nicht beantworten kann. Was tut zum Beispiel sowas wie Spring Batch und Spring Integration? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch darüber nachdenken, was Sinn macht, reaktiv zu gestalten. Wenn es nicht die ganze Kette reaktiv ist, würdest du dann sagen, also eigentlich ist das Problem, dass
Nee, bei Microservice hast du ja, also du kannst ja einen einzelnen Service für sich reaktiv machen. Und dieser Service an sich kann davon dann profitieren, weil er redet ja, wenn er überhaupt mit anderen Microservices spricht, spricht er mit denen ja wahrscheinlich über irgendwas HTTP-basiertes. Und das kann ich ja reaktiv machen, eben über so einen Web-Client zum Beispiel. Und dann sorge ich halt dafür, zumindest schon mal dafür, dass dieser Microservice nicht einen Thread dafür blockiert, auf irgendeinen anderen Microservice zu warten. Aber auch da, ich weiß nicht mehr so genau mit wem, in der Pause schon drüber gesprochen. Ich habe halt so ein bisschen mit dem Reaktiven rumgespielt. Ich habe es halt selbst, wir bauen halt Spring Data. Ich baue keine vollständigen Anwendungen. Ich habe das nicht wirklich in Produktion gesehen und genutzt und mitgearbeitet. Da kann ich leider keine Informationen zu geben. Das ist tatsächlich etwas, was ich gerne tun würde. Mal in einem Projekt gucken, wie wird das genutzt. Mal sehen, ob ich das im nächsten Jahr mal eingestellt kriege, dass ich vielleicht ab und zu mal in Berlin bin, um mir das anzugucken, wie das aussieht, wenn man damit wirklich Anwendungen baut. Können sicherlich wir als auch die Leute im Lab von profitieren. Genau, dann kam ja eben schon die Frage, wie sieht das jetzt mit JDBC bzw. mit relationalen Datenbanken aus? Wenn man Spring Data und relationale Datenbanken sagt, heißt das im Prinzip bisher JPA. Und JPA ist einerseits blockierend, also auch JDBC ist ja blockierend, JPA setzt auf JDBC auf. Damit ist das Ganze sowieso blockierend. Und der ganze Ansatz von JPA ist ja im Prinzip, ich lade mir einen relativ umfangreichen Teil von meinem Modell in Hauptspeicher, editiere damit da drin rum und wenn ich dann irgendwann fertig sage, so jetzt schiebt das Ganze wieder zur Datenbank. Das passt so überhaupt nicht zur reaktiven Welt, die ja eigentlich davon lebt, zu sagen, ich habe möglichst kleine Events und trage die durch die Gegend. Also ich habe sowas wie ein Update und das schicke ich dann zur Datenbank und was ich wieder zurückkriege, verarbeite ich weiter. Das passt also nicht zusammen. Da ist auch überhaupt, also ich habe auch niemanden getroffen, der auch nur auf die Idee gekommen wäre, das irgendwie reaktiv zu gestalten. Das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Ich weiß nicht, wer so, also bei mir, zufälligerweise war bei mir der Twitter-Stream damit voll. Also ich habe ja Anfang des Jahres bei Spring Data angefangen im Team und meine Aufgaben sind einerseits halt Support und Weiterentwicklung von den existierenden Stores. Insbesondere habe ich mich da so eingeschossen aufgrund dessen, was ich sonst so kann, auf JPA und Commons. Und ich hatte so eine kleine Spezialaufgabe, was immer schon Leute haben wollten, aber nie jemand dazu gekommen ist, das mal zu bauen, ist nämlich Spring Data JDBC. Also ein Spring Data, das aber nicht auf dem JPI basiert, sondern auf JDBC. Und wir haben gestern um 17 Uhr das Repository öffentlich gemacht und um, ich glaube, 7 Uhr heute Morgen hat sich den ersten Tweet, oh, da ist ein neues Repository. Da passieren spannende Dinge. Ja, ich habe auf diesen Tweet geantwortet mit einem Zitat, wem es nicht, also frei zitiert, wem es nicht peinlich ist, wenn er sein erstes Release von seinem Produkt macht, der hat zu spät released. Ja, also es gibt da ein Spring Data JDBC, das ist alles noch völlig in Entwicklung, gibt also kein Release, kein Milestone, sondern nur Snapshots. Aber es gibt da was. Und wir experimentieren da gerade mit rum. Wir wissen noch nicht, was das wird und ob das funktioniert. Aber ihr könnt es euch jetzt angucken. Und das Ganze ist nicht reaktiv. Warum steht das dann hier? Naja, es ist schon so die Idee. Wenn das erstmal irgendwann funktioniert, also im Frühjahr haben wir das nächsten Release-Train für Spring Data Loveless.
Und dann soll auch Spring Data JDBC released werden. Und wenn das nicht irgendwie ein völliges Desaster gibt, dann werden wir voraussichtlich danach uns mal angucken, ob man das denn jetzt irgendwie reaktiv machen kann. Das wird, solange das auf JDBC basiert, aber immer ein Workaround sein. Das muss allen, die das irgendwie benutzen wollen, klar sein. Wenn ihr eine Anwendung baut und meint, reaktiv hilft euch, dann sollte die erste Wahl sein, ein Store, der wirklich reaktiv ist. Aber ich kenne das ja, wie das ist, im Umgang mit Kunden. Da gibt es alle möglichen Zwänge und manchmal sagt einer, ja, wir haben hier eine Datenbank, die hast du gefälligst zu benutzen. Und die Idee ist dann, dass man dann das machen kann, dass wir dann das zur Verfügung stellen, was man machen kann. Und ich glaube, dass das tatsächlich einen Nährwert liefert. Und zwar wäre so die grobe Idee, was man prinzipiell tun möchte, ist, man hat ja einerseits die Threads, die im Endeffekt von der Infrastruktur vorgegeben werden, die genutzt werden für die CPU-basierte, nicht blockierenden Aufgaben. Und ich könnte einen zweiten Thread-Pool machen, basierend auf der Connection-Pool und sagen, immer wenn ich mit der Datenbank rede, mache ich das in diesem Thread-Pool. Und der kann dann blockieren und er meldet sich halt, wenn er fertig ist mit Warten. Und dann mache ich dann wieder in meinem normalen Thread-Pool weiter. Und dazwischen baue ich mir so ein bisschen Logik, um sowas wie Backpressure zu implementieren. Das ist also denkbar und das ist im Endeffekt so, ja, das wollen wir machen. Mal gucken, was da 2018 raus wird. Kann ich leider nicht beantworten. Ja, jetzt, wo du fragst, ich hätte mich schlau machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal nachfragen bei den Kollegen, die das wirklich gebaut haben, wie das da mit der Unterstützung mit Backpressure ist. Und werde meine Erkenntnisse dann auf Twitter kundtun. Genau, ich schreibe mir das gleich auf. Yeah. Oliver ist nicht der Guru, er ist einfach der Chef von dem ganzen Team. Er sagt im Endeffekt in letzter Instanz, was wir machen und was wir nicht machen, und er hat mir den Auftrag gegeben. Also Spring Data JDBC findet er prinzipiell interessant. Zum Thema reaktiv hält er sich vorsichtig zurück, weil er tatsächlich, glaube ich, auch nicht so tief da drin steckt. Aber auch ganz klar bei den Leuten, die wirklich tief drin stecken, die haben sehr ihre Zweifel, ob das überhaupt Sinn macht. Also es gibt Leute, die sagen, reaktiv und eine blockierende API macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt die Leute, die sagen, es macht sehr wohl Sinn. Ich habe Leute kennengelernt, die haben ihre Meinung geändert von es macht keinen Sinn zu es macht sehr wohl Sinn. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, es macht Sinn, weil im Prinzip kann ich es mir so, wenn ich mit einer Datenbank rede oder mit einem Microservice über HTTP, ist mir das im Endeffekt egal, ob der auf seinem Server reaktiv agiert oder nicht. Wichtig ist mir, ich reagiere auf diese HTTP-Kommunikation reaktiv. Dann ist der Rest der Welt mir eigentlich relativ egal. Das Gleiche kann ich meiner festen Überzeugung nach innerhalb einer JVM machen, wenn ich das sauber voneinander trenne. Natürlich habe ich dann einen gewissen Threadpool, gewisse Ressourcen, die davon blockiert werden. Aber wenn ich sage, okay, die haben halt einen Threadpool, die haben so und so viele Threads, dann können die halt auch nicht schlimmer werden als das. Und deswegen, ich war da sonst immer ein bisschen vorsichtiger, mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass es geht. Es ist aber alles andere als trivial. Also zum Beispiel, also ich hatte ja eben gesagt, dass ich diesen TCK da mal tatsächlich genutzt habe und mir da so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen habe, bis das funktioniert hat.
gibt halt zum Beispiel ein Problem, ich möchte meinen Connection Pool ja nicht überlasten. Ich möchte ja nicht, dass da jetzt von irgendwoher 200 Requests kommen und sich jetzt alle auf diese Datenbank stürzen, obwohl mir da nur 10 Connections zur Verfügung stehen. Also brauche ich sowas wie Backpressure. Und dann habe ich halt so einen Operator gebaut, dem ich sagen kann, hier auf dieses Ding lass da immer nur N Prozesse gleichzeitig drauf zu. Sowas muss man halt bauen und sowas kriege ich auch nicht mit den Standardmitteln so zusammengeklöppelt. Da werden wir noch, also, und das ist nur einer von den vielen Bausteinen, die wir brauchen. Also da wird noch ein bisschen Gehirnschmalz reingehen. Gib zu, du hast einfach heimlich in die. Ich habe ihn da reingesetzt, damit er mir immer die Prompts für die nächsten Folien gibt. Oracle arbeitet in irgendeiner Form schon etwas länger an einer asynchronen API für SQL. Das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war vor gut einem Jahr bei Java One. Also ich war nicht da, ich habe das nur in Tweets gelesen oder in einem Tweet. Da gab es so irgendeinen Vortrag, da wurde das erwähnt und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Diesmal gab es wieder einen Vortrag, diesmal gab es auch Folien dazu und auf der Mailingliste von der JDBC Expert Group wird seitdem diskutiert und es gibt im Mercurial gibt es Source Code für eine asynchrone API. Ganz wichtig, die API ist asynchron, nicht reaktiv. Und obwohl, es ist ganz witzig anzusehen, weil alle Leute, also es gibt in der Welt nicht so viele Leute, die sich wirklich so intensiv für JDBC und reaktiv und asynchron interessieren, dass sie sich in so einer Mailingliste beteiligen. Aber alle, die das tun, ja, ich glaube alle, haben gesagt, hey, wir wollen das eigentlich reaktiv haben. Bloß die Entwickler sagen, nee, also eigentlich braucht das niemand reaktiv, wir machen das asynchron. Ich finde das ein bisschen unbefriedigend, aber das ist tatsächlich die Situation. Und das waren auch die Leute, die Teile von der Flow-API implementiert hatten, aber komplett falsch. Oder nicht implementiert hatten, sondern sie hatten halt gesagt, dass Interfaces davon ableiten und dann aber gesagt, so ja, dieses Request, ob man das jetzt beachtet oder nicht, das ist eigentlich mehr so ein Wunsch. Aber sie haben halt gesagt, sie haben das versucht und es wird halt irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Von daher wird es asynchron werden. Um nochmal klarzumachen, wo der Unterschied ist, wenn ich asynchron heiße, ich arbeite so mit Futuren und solchen Sachen. Und beim Future habe ich halt am Ende immer irgendwo den letzten Aufruf, wo jemand sagt get. Und der wartet halt, bis dieser Future fertig ist und blockiert so lange einen Thread. Und genau das möchte ich eigentlich nicht. Genau, das sind also alle Links. Ihr kriegt die Folien. Da könnt ihr dann da draufklicken und euch beteiligen oder euch das schnell angucken. Ey, was ist mit meinem Klicker heute los? Dann gibt es zweierlei Sachen noch aus dem Spring-Umfeld. Es gibt einerseits schon das Issue, so nach dem Motto, wenn die mit dem asynchronen JDBC fertig sind, dann gucken wir mal, was wir damit machen. Also wie wir das entweder in einen JDBC-Template reinkriegen oder ob es dann ein asynchrones oder ein reaktives JDBC-Template gibt. Wen das interessiert, kann dem Punkt folgen. Es gibt allgemein die Idee von diversen Leuten, dass vielleicht so ein reaktives JDBC-Template Sinn machen würde. Das hat momentan aber mehr so den Status, hey, wenn das jemand bauen möchte, dann geben wir sicherlich unseren Kommentar zu ab und helfen vielleicht auch. Aber das ist jetzt nicht bei uns aktiv in der Entwicklung. Aber wenn jemand sowas baut und das dann am Ende funktioniert, könnte man damit seine eigene kleine Klasse im Spring Framework verewigen. Und es gibt diverse andere APIs, die versuchen, asynchrone oder reaktive Dinge zu tun, aber auch das sind
sind entweder Sachen, die auf speziellen Datenbanken basieren, die asynchrone Treiber anbieten, oder sind Wrapper um JDBC, das heißt, haben das gleiche Problem, sind zwar vielleicht nach außen hin reaktiv, arbeiten innen drin mit dem Threadpool. Und wie das genau mit Backpressure und dergleichen geregelt ist, weiß ich nicht. Also ich habe mir die nicht alle im Detail angeguckt. Genau. Und damit wäre ich dann auch mit diesem Thema durch. Da ist wieder die kurze URL zu den Vorträgen. Kann man sich aber auch auf meinem Blog durchklicken und ich kann die sicherlich hier von der JUK jemandem zukommen lassen, damit die dann, weiß ich nicht, wie er sowas kommuniziert, auch irgendwie auf die Webseite packt oder so. Genau. Was habe ich noch dahinter? Ach so, genau. Der Source Code, den ich hier erstellt habe, den gibt es auf GitHub. Es gibt eine andere Version von einem Kollegen von dem Vortrag und nochmal der Beispielcode, also im Endeffekt der Christoph Strobel, ebenfalls Kollege, von dem habe ich im Endeffekt den Vortrag übernommen. Der hatte den bei der WJAX eingereicht, einen Slot gewonnen und war dann in Schweden, glaube ich. Und dann durfte ich den bei der WJAX halten. Und das ist in dem Repository ist seine Demo. Inhaltlich eigentlich das Gleiche. Das Schöne an seinem Repository ist, er hat in dem Repository das quasi Schritt für Schritt nochmal aufgebaut. Bei mir findet er nur die fertige Version und könnt einen Commit zurückgehen, dann seht ihr das, womit ich angefangen habe. Genau. Das noch so an Ressourcen. Jo. Ich bin durch. Habt ihr noch Fragen, Wünsche, Gesprächsbedarf? Dann übergebe ich an den Gastgeber.